Sag mal, Benny, hättest du nicht auch Bock auf die eine Sache, auf die wir beide schon ganz lang Bock haben? Du meinst doch diese eine Sache, auf die wir schon ganz lange ganz viel Bock haben? Genau die. Unsere Fans und FansInnen warten schon seit einer gefühlten Ewigkeit darauf. Das wäre der perfekte Jahresabschluss. Komm mal rüber. Ja, klar. Okay, lass uns auf drei gemeinsam sagen, okay? Eins, zwei, wir entführen Thomas Gottschalk und ziehen an wie ein Baby. Ja, meinte ich auch. Weißt du noch, die erste Sendung EDS Live, 4. Oktober 2018. Eine Wildcatterin war dabei, Crispy Rob war dabei und Philipp Dorset. Stimmt, das war in diesem Studio, ne? Mhm. Erinnere ich mich doch ganz gern dran zurück. War echt eine schöne Show. Ja, das ist geil! ja, sag, hier, wie heißt die nochmal? Oh nein! Ich merke gerade, es ist gar nicht so schlau zu gewinnen. Zwei Monate später gab es die nächste Live-Show. Echo Fresh und Simon Will waren am Start. Stimmt, da hast du doch gewonnen, weil du einen Rammstein-Song erkannt hast, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat uns EDS Live in den letzten 5 Jahren haufenweise epische Momente geschenkt. Richtig episch war auch die Ausgabe mit Crispy Rob, Naomi John und Pietsmeet Sepp. Deine Aufholjagd im Finale, ne? Von 0 auf 4 Punkte. Und dann... Das ist Robbie Williams mit Supreme! Hä? Falsch! Robbie Williams 4! Mindestens genauso episch war auch die Ausgabe mit Knossi, Papa Platte, Sascha und Party weil Party. Weißt du noch? Du bist vor 8 Minuten hier reingestürmt. Ich hab die halt vor der Tür gepackt, wenn draußen irgendwie einer kommt, ne? Aber Sascha macht dann ab einem bestimmten Punkt so Fortnite-Tänze und shit. Ja. Damn. Wir waren noch nie zusammen weg. Oh, hey, vor einer Woche, ey. Ja. Kurz darauf sind wir dann mit unserem Studio nach Frankfurt gezogen. Und der Rest, tja, der ist EDS Live-Geschichte. Joker, fuck, wie schlau ist das denn? Oktober 2011. Cause you changed the way you kiss me. Hast du eine First Sight für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Joker? Farid will ärgern, der Idiot. Like it like that, Bruno Mars featuring Cardi B. Wow. Pharrell Williams, was Lucky, jetzt bin wieder hier? Da. Falsch! Ich nehme dich beim Wort, nenn liebster mich. So bin ich neu getauft und will hinfort nicht Romeo mehr sein. Völlig richtig! Ich habe euch meine Beifallszene mitgebracht. Das Bier vor mir schmeckt genauso mies, wie ich mich fühl. I can be your hero. Would you dance? If I ask you to dance? Du blickst mich an mit deinen Funkelperlenaugen. Das tut so gut, da ist so viel für mich drin. 257 nach Holland! Als jedes Reden, jedes Denken. Nur
jetzt muss man richtig nachlegen. Ich will die beste EDS-Live-Show aller Zeiten machen. Und was braucht man für eine geile Show? Geile Gäste! Du und eine Person, die habe ich schon im Kopf, aha, die ist nur einen unnötigen Kurzstreckenflug entfernt. Ja, dann hin da! Ja! Guck, da vorne ist er. Da ist er, ja. Stimmt. Ja. Aber wusstest du eigentlich, dass er hier ist? Pokémon Go Forum. Hier treiben sich die stärksten Pokémon weltweit rum. Ich liebe dieses Spiel. Lass mal hin. Dieses Spiel ist der Wahnsinn. Ey! Wir sehen schon jetzt ab, Junge! Ja, Vogel verschwindet! Mensch, Finch, wir sind extra nach Berlin gekommen, um dich was zu fragen. Ja, ihr könnt mich so oft fragen, wie ihr wollt. Ich werde euch diese Shuffle nicht beibringen. Auch wenn das natürlich sehr schade ist, hätten wir dich gern dabei. Am 7.12. bei Erkennst du den Song live? Warum? Ich hab doch schon mal gewonnen. Damit gewinnt Finch, Erkennst du den Song live? Riesen Applaus! Finch, egal, die Fans wollen dich sehen, du musst dabei sein. Wenn ihr es hinbekommt, dass die Show in Berlin stattfindet, haben wir einen Deal. Ist das okay? Ist okay. Das ist in Ordnung, das versuchen wir irgendwie möglich zu machen. Ich werde euch nicht die Hand geben, weil ich habe jetzt noch was vor. Ich muss Pokémon spielen. Viel okay, Spaß. Alles klar. UHD. Baby, ich hab Maximum Risk. Ich bin nicht ihr Fitnesstrainer, trotzdem mach ich sie fit. Akku, sie wo ist der denn? Irgendwo hier. Irgendwo muss der sein. Da vorne ist er. Ich hab's doch hier. Da ist er. Da ist er doch. Agu, was geht ab? Hey, alles klar? Das alles geht, was geht mit? Ab, ne? Bei dir? Ja, alles klar. Bender, hey, genau. Was ist denn los für euch? Ja. Am 7. Dezember haben wir eine Show vorbereitet. Erkennst du den Song live? Da hätten wir dich gerne als Kandidat. Du musst dabei sein. Wir brauchen dich. Die Leute fordern dich. Okay, meinetwegen. Aber unter einer Bedingung. Was soll das heißen? Ich muss weniger cringy sein. Was ist das für eine Bedingung? Ja, aber du hast mich auch gefragt, was unter der Maske trägt. Das macht man nicht. Die andere Bedingung war ja, die Show muss in Berlin stattfinden. Berlin, Berlin! Wir sind da einfach nicht ansässig. Nein, das müssen die langsam auch verstehen. So, wen fragen wir als nächstes? Ich habe eine gute Idee, aber erstmal müssen wir ins Studio. Wir haben auch einen Dreh. Komm, zack, ab. That's why the lady is a tramp. Danke nochmal für den tollen Dreh, Kai. Hat wieder mega Spaß gemacht. Ja. Apropos mega Spaß. Hast du am 7. Dezember schon was vor? Nee, eigentlich noch nicht. Bock auf EDS Live? 20 Uhr geht's los. Finch ist dabei, Chiago ist dabei und er zeigt uns vielleicht, was er drunter hat. Also unter der Brille. Ah. Also wenn es ganz zufällig in Berlin ist, dann bin ich auch dabei. Perfekt. Ey, der Burner, ey. Wir sehen uns am 7. Woo! Ciao. Was ein Tag, oder? Darauf erstmal ein isotonisches, erfrischendes, alkoholfreies Bier. Erfrischendes, alkoholfreies Bier. Erfrischendes, alkoholfreies Bier. Erfrischendes, alkoholfreies Bier. Ich hab jetzt die Idee, wer perfekt in die Show passen würde. Schau mal eben. Hallo? Hi Lorena. Hi Benny. Was geht ab? Was machst du? Du, ich bin gerade auf dem Sprung zum Tätowierer. Was willst du? Was lässt du dir stechen? Hartmut Engler über meinen Steiß. Besser geht's nicht. Hör mal zu, ich habe einen Anschlag auf dich vor. 7. Dezember. Erkennst du den Song live? Okay. Und du bist als Kandidatin mit dabei. Hast du Bock? Ja, coole Sache. Ich bin dabei. Oh, mega. Aber nur, wenn wir drei endlich zum versprochenen Biertasting gehen. Ja, machen wir, okay. Aber nur, wenn Dennis mitkommen darf. Ja, Dennis darf auch mit. Ja, super. Alles klar. Ich freue mich. Dann mach's gut. Achso, und die Show muss unbedingt in Berlin stattfinden. Ciao. Naja, wenigstens hätten wir jetzt vier Promis, die mit am Start wären. Fehlt nur noch einer. Benny, füll dein Haarpuder in einen 100-Milliliter-Beutel. Wir fliegen wieder nach Berlin. Luft, Luft, Luft. Alles klar, danke für die Nachricht. Auf Wiederhören, ciao. Und, können wir Olaf Scholz heute treffen? Heute wird leider nichts mehr. Scheiße, ey. Ach, wieso das denn? Ist er am 7.12. mit dabei? Die gute Nachricht, er hat Bock mitzumachen. Ja, super. Die schlechte ist, er ist nur dabei, wenn er nach dem Buzzer nichts sagen muss. Das macht doch keinen Sinn, jetzt gehört er zum Format. Ja. Hättest du erklären müssen. Hab ich versucht. Sind wir komplett umsonst nach Berlin geflogen. Ja. Ich habe auch keine Zeit zu verschenken. Guck mal, da ist der Flipse. Guck mal da. Ach, warte. Ja, guck mal da. Hier, dann fragen wir. Ja, komm. Ey, Flipse, was machst du? Die Automotorsport vom letzten Jahr lesen, wieso? Was macht ihr denn hier? Wollt ihr nicht in Istanbul sein wegen
Wegen der Scheiße hier, da ist ja nichts. Nee, also erstmal, wir sind auch so schön und dann sind wir hier wegen EDS Live. Am 7. Dezember geht's endlich wieder los. Ja, genau. Und außerdem lassen wir das in Deutschland machen. Da gibt ja auch viele Türken in Deutschland, wa? Oh, hast du jetzt gesagt. Ja. Wir wollen, dass du wieder mitmachst. Ja. Ist voll cool mit dir, weißt du? Und du ziehst viele Fans an. Genau. Okay, Jungs, ich mach's. Ich mach's, aber mit einer Bedingung. Ich will frischen Kaffee und ich will gelbe Bananen. Keine grünen Bananen. Okay. Gelbe Bananen. Okay, keine blauen Bananen. Okay. Gelbe. Und wie wären türkisfarbene, wenn die okay oder gelb? Ich finde das nicht witzig, ich sag auch. Das deinem Bruder. Er findet sich witzig, hat dein Maul. Ich werde mich zurückhalten. Gelbe Banane, okay. Muss die schon in Berlin stattfinden, ist das egal? Das wäre wichtig. Ich will nicht fahren für euch. Okay, das ist auch verständlich. Na gut, dann lass mich mal alleine und dann sehen wir uns. Ja, jetzt geht mal. Ich muss jetzt, Sophia Tomala soll mich nicht mit euch sehen. Ja, okay, das verstehe ich. Wir treffen uns jetzt. Ciao. Haut ab jetzt. Was für Arschlöcher. Felix Lobrecht, Kayla Scheiks, Shi Agu, Finch und Lorena Ray. Die Gästeliste ist komplett. Mhm. Wir brauchen nur noch irgendwie ein Studio in Berlin. Weißt du, Dennis? Ich glaube, ich kenne da jemanden, der uns helfen könnte. Komm mit. Okay. 1, 2, 3. Berlin, ganz insgeheim. Ganz insgeheim. Ach, da vorne steht er. Da steht er. Ach, super. Klar, ist mein Oldenburger Oldie. Hey. Hast du 5 Minuten Zeit für deinen Lieblingstwinnies? Hey, Vinny Dennis. Alter, ja? Ey. Nee, eigentlich, also, ich wollte eigentlich gerade baden gehen. Aber für euch nehme ich mir die Zeit, ich eigentlich gar nicht habe. Also, worum geht's? Perfekt, Klaas. Erkennst du den Song live? Aha. 7. Dezember geht's los. Und wir brauchen noch ein Studio. In Berlin. Hm. Ja, wir sind ja gerade in der Winterpause. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr das hier machen. Das ist ja kein Ding. Wir sind jetzt eine Family, da hilft man sich. Eine Sache noch. Ein Cousin dritten Grades und der heiratet übermorgen. Mhm. Der ist ein riesen Worldwide Wohnzimmer-Fan und meint, ihr könnt vielleicht so eine kleine Videobotschaft machen. Ich sehe Glas, also das machen wir nicht mehr, das ist vorbei. Aber wir müssen auch los, habe ich gerade gesehen. Ja, ne? Genau. Ganz aber kauft dir gerne ein Ticket, Glas, und sitzt irgendwo in Reihe 8. Bis zum 7. Ne? Ciao. Das wird richtig toll. Ciao. Leute, am 7.12. ab 20 Uhr erkennst du den Song live mit wunderbaren Gästen. Ihr habt es gerade schon gesehen, wir freuen uns total. Total. Hier auf YouTube ist Streamers live und auf Twitch ist jetzt hier eingeblendet, wo ihr möchtet. Ne? Sucht euch aus. Wir kommen zu Endcard. Oben gibt es ein tolles Video von 100 Hektar Heimat. Und unten gibt es die letzte Erkennst du den Song live. Bis denne.